Moin, moin, Leute, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind in der Burg Drachenfest angekommen, um dem Jarl Bericht zu erstatten über die Geschehnisse, was in Helgen passiert ist. Und ich will gar nicht lang rumreden, wir fangen direkt mal an. Diese gute Dame dort oben ist ja schon die letzte Folge auf uns zugekommen. Wir gehen einfach mal weiter nach vorne. Sie kommt auch auf uns zu. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgroof empfängt keine Besucher. Ich habe Nachrichten von Helgen über einen Drachenangriff. Oder Gerdu hat mich geschickt. Flusswald ist in Gefahr. Ich glaube, der Drachenangriff ist doch wichtiger, obwohl das betrifft ja auch Flusswald. Wir reden trotzdem über den Drachenangriff. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ja, machen wir das doch. Stecken aber mal das hier weg. Muss ja nicht mit gezogener Waffe den Jarl empfangen, beziehungsweise auf den Jarl zugehen. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Jarl Balgruf, der Ältere. Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Oder der Drache hat Helgen zerstört. Und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davonflog. Ich glaube, wir packen mal nicht aus, dass wir eigentlich Gefangener waren, sondern wählen Option Nummer 2, der Drache hat Helgen zerstört, und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davonflog. Bei Ismir, Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug! Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irelet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Wir müssen also zu Faringar gehen. Führt uns der Jarl jetzt dorthin? Aber erstmal wollen wir gucken, was er uns gegeben hat. Ich habe gelesen, eine beschlagene kaiserliche Rüstung. Rüstungswert 25, aber wir haben 27. Es ist zwar eine leichte Rüstung, auf die wir uns spezialisieren wollen, aber wir bleiben doch erstmal vorerst bei der kaiserlichen Rüstung, die etwas mehr Rüstungswert hat. Folgen wir einfach mal dem Jarl und gucken, wo er uns hinführt. Wir müssen nach da vorne, das sehe ich schon. Ich gehe einfach mal vor, kann schon mal das Gespräch vielleicht anfangen. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Der Jarl sagte, ihr würdet Hilfe benötigen. Hm? Was? Wie? Ihr meint, ihr könnt mir helfen? Das glaube ich nun wirklich nicht. Schon gut. Ich werde auf Jarl Balgroof warten. Ihr findet den Jarl in der großen Halle, wo er vermutlich auf seinem Thron sitzt. Hier im Labor des Zauberers ist er jedenfalls nicht. Das ist mir schon klar, da ist er doch. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl, das hast du gehört, ne? Könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben.
Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Ach, jetzt auf einmal. Meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. In Ordnung. Wohin soll ich gehen und was soll ich holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Könnt ihr mir etwas über das Ödsturz Hügelgrab erzählen? Es ist ein altes Grab, das von den Nord errichtet wurde. Möglicherweise stammt es aus der Zeit vor dem Drachenkrieg. Ah, vielleicht wollt ihr ja nur wissen, wie ihr dorthin gelangt. Es liegt in der Nähe von Flusswald, einem erbärmlichen kleinen Dorf, ein paar Kilometer südlich von hier. Die Einheimischen können euch sicher den Weg weisen, wenn ihr dort seid. Woher wisst ihr, dass sich diese Steintafel im Ödsturz Hügelgrab befindet? Nun, man muss seine Berufsgeheimnisse wahren, nicht wahr? Ich habe meine Quellen. Verlässliche Quellen. Na gut, dann werden wir uns mal auf dem Weg begeben. Aber gucken wir uns doch einfach erstmal hier um. Ob er irgendwas dabei hat, was ich was ich benötigen könnte, wie zum Beispiel 4 Gold. Das nehmen wir doch mit. Er wird sich ganz gewiss als äußerst nützlich erweisen. Solltet ihr erfolgreich sein, wird euch eine Belohnung zuteil. Ja, schön. Der Weißlauf wird in eurer Schuld stehen. So. Bücher gucken wir uns jetzt nicht an. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Bücher lesen wollt, dann werde ich da immer wieder ein paar angucken und durchskippen und ihr könnt dann zwischendurch auf Pause drücken, so wie wir es in der zweiten Folge auch hatten. Das hat einen größeren Wert, aber gibt leider keinen Fähigkeitspunkt, das ist schade. Aber es gab eine Quest, erkunde die Ruinen von Arkantaz oder so ähnlich. Da werden wir auf jeden Fall später mal nachgucken, aber vorerst wollen wir uns zum Ödsturz Hügelgrab begeben und gucken mal, ob wir da etwas schnell reisen können oder ob wir bis dahin laufen müssen. Gucken wir einfach mal. Auf der Karte anzeigen. Weltkarte. Auf der Weltkarte besitzen Orte, die du bereits entdeckt hast, helle Symbole und Orte, von denen du gehört hast, die du aber noch nicht besucht hast, dunkle Symbole. Bereits entdeckte Orte kannst du auswählen, und um schnell dorthin zu reisen. Das habe ich vor. Ich denke mal, nach Flusswald werden wir schnell reisen, damit wir hier zum Ödsturz-Hügelgrab etwas flotter laufen können. Ach, die Ladezeiten auf dem PC sind herrlich. Im Gegensatz zu denen auf der PlayStation 3. Das nehme ich mal raus, nicht, dass uns das noch verwirrt. Und wir gehen einfach mal in die Richtung. Ich gucke mal gerade, ob hier vielleicht irgendwie ein geeigneterer Weg ist, um da hochzukommen. Ich weiß nämlich nicht genau, wo ich da entlang muss. Ob ich hier überhaupt richtig bin oder hätte einen anderen Weg nehmen sollen. Ich gehe einfach mal gucken. Und versuche hier irgendwo den Berg hinaufzukommen. Was man auch immer schön machen kann, ist den Berg hinaufspringen. Solange es uns möglich ist, kommt man nämlich wesentlich schneller nach oben. Und hier sind wir ja schon mal um einiges näher. Aber hier drüben scheint es mir, als ob dort Feinde sind. Oder sind das Freunde? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Freunde sind. Wir schleichen uns mal ein bisschen näher an. Wir wurden entdeckt, okay. Aber von wem? Gucken wir mal, ob wir den hier erledigen können.
sahniger Headshot. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oh, hat uns entdeckt. Hat dir aber leider, beziehungsweise glücklicherweise, nichts gebracht. Bin mir nicht sicher, ob da vielleicht noch jemand drin ist, deswegen bleibe ich mal geduckt. Gold hat es dabei, hat er dabei. Und 20 Eisenpfeile, das ist super. Aber dieses Kupferdiadem mit Onyx nehmen wir nicht mit, das ist etwas wenig wert. Und hier oben habe ich den zweiten. Mit einem Pfeil schießen können. Aber er hat jetzt auch nicht wirklich etwas dabei, was wir brauchen. Jetzt gehen wir mal hier rein, vielleicht können wir hier noch irgendwas Nützliches finden. Auf jeden Fall schon mal Gold. 20. Sehr schön. Hier geht's weiter nach oben. Ist hier noch ein Gegner? Frage ich mich. Scheinbar schon. Ich habe gerade was gehört. Da. Bin blind. Bye bye. Oh, doch nicht so einfach. Dann so. Gucken wir mal. Auch 3 Gold und einen Eisenpfeil kann ich mir zurückholen. Das ist super. Haben wir den auch schon mal erledigt. Sonst dürfte hier eigentlich, so wie es aussieht, keiner mehr sein. Findet man denn wenigstens was Schönes hier oben? Oh, eine Truhe. Da wollen wir gleich mal gucken. Sie ist nicht durch Fallen geschützt. 65 Gold und der Zaubertrank der kleinen Heilung. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Den Eisen-Zweihänder lassen wir da. Zweihandwaffen ist jetzt nicht unbedingt das, worauf ich erstmal aus bin. Gut, wir brauchen nicht weiter geduckt gehen. Das dauert nur zu lange. Wir werden diesen Turm hier verlassen und werden weiter Richtung Ödsturz Hügelgrab ziehen. Ich denke mal, dass es hier weitergehen sollte. Dann links rum. Mal sehen, was dort auf uns wartet. Ja, das sieht doch gut aus. Was wird uns hier erwarten? Sehe ich hier schon irgendwo einen Gegner? Ich ducke mich mal lieber vorsichtshalber. Da habe ich gerade schon was rumlaufen sehen. Ja. Weiß nicht, ob ich den von hier aus schon erreichen kann. Ich habe meine Fähigkeit verbessert. Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet, was für eine. Wahrscheinlich war es Schleichen. Was anderes habe ich ja nicht wirklich getan. Und ich versuche mich mal anzuschleichen und hier ein bisschen vorsichtiger vorzugehen. Die Gegner auszuschalten, ohne dass sie mich entdecken. Ja, das hat ja schon nicht so gut funktioniert. Oh, ich wurde entdeckt, alles klar. Okay, 2 Bogenschützen. Au! Okay, den einen habe ich schon mal erledigt. Oh, den habe ich nicht getroffen. Oh, auch nicht. Wo habe ich den denn? Oh, nehme ich ein paar Eisenpfeile mit. Und hier den Banditen, der hat nochmal 4 Gold dabei und einen Eisenpfeil. Das nehmen wir uns natürlich alles wieder mit. So, aber jetzt... Oh, im letzten Moment ausgewichen. Ich stelle mich gerade so ein bisschen nubbelig an. Tut mir sehr leid, meine Freunde. Ah, das sieht doch gut aus. Schießkurs verbessert, wurde eine neue Stufe erreicht. Und da wollen wir doch jetzt gleich erstmal gucken, was wir denn mit der neuen Stufe erreichen können. Wie scheint, ist hier niemand anderes. Durchsuchen wir mal die Leichen, auch nochmal 3 Gold und 10 Eisenpfeile, die nehmen wir natürlich mit. Ups, und diese Eisenpfeile nehmen wir auch mit. Und da oben liegt noch der letzte, den ich erschossen habe.
Der hat auch nochmal Gold- und Eisenpfeile dabei. Das ist sehr schön. Jetzt habe ich 99 Pfeile. Das kann nicht schaden, so viele Pfeile wie möglich, weil die Pfeile haben kein Gewicht, was uns negativ beeinträchtigen könnte. Oh, sieht echt schön hier aus. Dann wollen wir mal weiter. Hier habe ich jetzt leider keine von meinen verschossenen Pfeilen gefunden. Naja, nicht so schlimm. Wie gesagt, wir haben ja 99 Stück. Das sollte fürs Erste reichen. So. Gehen wir doch einfach mal. Nein. Hütschezügel Grab Tempel. Achso. Natürlich. Den Rang. Bin ich aufgestiegen. Neue Stufe. Stufenaufstieg. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob deine Gesundheit, Magicka oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in den Sternbildern hervorgehoben. Okay, wir entscheiden uns zuallererst, würde ich jetzt einfach mal sagen, für Gesundheit und werden dann immer abwechselnd, denke ich mal, Gesundheit und Ausdauer oder zweimal Gesundheit, einmal Ausdauer, je nachdem. Könnt ihr ja vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, was sinniger ist. Wir werden uns auf jeden Fall am Anfang jetzt hier für Gesundheit entscheiden. Super. Jetzt gucken wir mal, was wir verbessern können oder was wir verbessern wollen, besser gesagt. Am besten wahrscheinlich wäre es, wenn wir die Schießkunst verbessern. Hier können wir schon mal Bögen bewirken, 20% mehr Schaden. Das werden wir auf jeden Fall schon mal auswählen. Perfekt. Gut. Machen wir mal weiter hier. Sehe ich schon tote Tiere liegen. Ein toter Mensch und da hinten sind Personen. Wollen wir doch mal gucken, ob wir die hier von hier aus erledigen können. Oh. Warum treffe ich die denn nicht? Oh, Nummer 1 ist erledigt. Nummer 2. Und hier um die Ecke gelaufen. Oh. Doch kein finaler Treffer. Jetzt aber. So. Ich weiß nicht, warum die ersten Pfeile alle daneben gegangen sind. Skewerschwanz ist eine Zutat, die nehmen wir natürlich mit. Sie sind daneben gegangen, warum auch immer. Es soll mir im Endeffekt jetzt erstmal egal sein. Auf jeden Fall, wir durchsuchen mal die ganzen Leichen und gucken mal, was wir hier so finden. Noch mehr Skewer findet man hier, da oben liegt noch eine Leiche. Die ganzen Zutaten, wie gesagt, nehmen wir mit. Nochmal ein Bandit, 10 Gold. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Aber warum habe ich am Anfang diesen guten Banditen hier nicht getroffen? Hier liegt noch ein Eisenpfeil von mir. Hier auch. Ah, scheinbar unsichtbare Wand. Ist er hier dran irgendwo hängen geblieben, der Pfeil immer? Naja, ist halt so. Wir haben es ja geschafft. Hier nochmal ein Skewerschwanz. Habe ich den jetzt schon durchsucht? 8 Gold, nein, hatte ich noch nicht durchsucht. Und eine Kiste, die wir mit Dietrichen öffnen sollen. Hier aber vorher noch ein kleiner Skewerschwanz, den wir mitnehmen. Und gucken wir doch mal. War die richtige Richtung, sehr schön. 67 Gold, ein Zaubertrank der geringen Ausdauer und ein Zaubertrank des Waffenschmieds. Die Verbesserung von Waffen und Rüstungen ist für 30 Sekunden um 20% besser. Das brauchen wir vielleicht für später oder heben wir uns für später auf, wenn wir dann an das Waffenschmieden gehen. Vorerst brauchen wir es nicht. Wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, ein Eigenheim zu erwerben, werden wir das auch irgendwo sicher verwahren. Das sehen wir dann.
wenn es irgendwann soweit ist. Vorerst ist es bei uns im Inventar. Und da bleibt es auch. Hier in diesen Uhren sind oftmals, oder eigentlich so gut wie immer, Goldstücke zu finden. Diese hier sind beide leer, okay. Nochmal ein Skeverschwanz. Ist aber nicht so schlimm. Gerade hier in solchen Verließen gibt es öfter mal diese Begräbnisuhren. Und dafür findet man eigentlich immer recht viel Gold. Es ist nicht schlimm, wenn da mal der eine oder andere Topf leer ist. So. Man sollte auch immer den Boden ein bisschen im Auge behalten. Hier sind oftmals auch Fallen versteckt. Nicht, dass man dann dummerweise dadurch getötet wird. Was war das? Schleichen uns mal vorsichtig hier durch. Nochmal ein Zaubertrank der geringen Magiker, den nehmen wir natürlich mit. Auch diese Begräbnisurne ist leer. Das ist keine. Diese auch nicht. Gehen wir also weiter. Das gefällt mir nicht. Es ist zu ruhig hier. Hier muss doch irgendwo ein Feind auf uns warten. Nicht, dass ich. Ah. Was macht er da? Da ist ein Hebel. Schleichen verbessert, sehr schön. Oh. Ich habe schon gehört, da sind Pfeile geflogen. Der Mann hat das Rätsel scheinbar nicht gelöst. Wir werden uns erstmal bei ihm ein wenig bedienen. Er hat 30 Gold dabei. Das nehmen wir natürlich mit. Die Fackel brauchen wir jetzt nicht. Ich demonstriere mal eben, was passiert, wenn wir die falsche Kombination hier aus dem Rätsel haben. Dann passiert nämlich Folgendes. Wir werden mit Giftpfeilen abgeschossen. Nicht ganz so toll. Aber es hat zum Glück nicht so viel Schaden gemacht. Wir müssen nämlich diese Säulen hier drehen, damit diese Bilder hier übereinstimmen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das anfing. Ich würde es jetzt einfach mal mit Schlange links, Mitte Delfin und rechts Schlange probieren. Also hier war eine Schlange. Der Delfin hier war richtig und hier war auch noch eine Schlange. Gucken wir mal, ob das soweit stimmt. Nein. Dann wird es wohl Schlange, Schlange, Delfin sein. Okay. Schlange. Und hier nochmal den Delfin drauf. Das dürfte aber richtig sein. Jawohl. Gucken wir mal, ob es hier oben noch irgendwas gibt. Ja, da hinten. Nämlich noch ein Zaubertrank der kleinen Heilung. Den nehmen wir natürlich mit. Und gucken mal, was uns jetzt erwartet. Geht es nach unten? Aber hier gibt es auch nochmal einen Zaubertrank der kleinen Heilung. Und hier ist ein Buch, was relativ viel wert ist. Da werden wir jetzt mal reingucken und sehen, was passiert. Taschendiebstahl verbessert auf 21. Die hochwertigen Bücher geben oftmals Fähigkeiten preis und verbessern somit eine Fähigkeit. Das hat dieses Buch gemacht. Unser Taschendiebstahl ist etwas gestiegen. Wir legen das Buch aber wieder weg. Ich nehme das jetzt nicht mit. Ein kleiner Seelenstein. Was wir damit machen können, dazu später mehr. Nehmen wir auf jeden Fall alle mit. Und gucken mal, was hier in dieser Truhe enthalten ist. Die Truhe ist nicht durch eine Falle gesichert. Hier ist Gold drin, noch ein winziger Seelenstein und ein Eisenkriegshammer. Aber auch wieder eine Zweihänderwaffe. Das ist uninteressant für uns. Wir werden jetzt einfach mal hier runtergehen. Oh! Hier wartet ein Skeever auf uns. Oh, noch einer. Und noch einer habe ich gerade gesehen. Gut, dass die jetzt nicht so schwer zu besiegen sind.
klar. Wollen wir mal weitergehen. Hier unten drunter ist nichts mehr. Hier ist schon Ewigkeiten keiner mehr gewesen, außer dieses Geber. Alles voll mit Spinneweben. Eine Rolle des Feuerballs. Mit diesen Rollen können wir oftmals starke Zauber wirken, für die unsere Zerstörungsmagie normalerweise noch gar nicht ausreicht. Deswegen, die nehmen wir auf jeden Fall alle mit und werden immer einen gewissen Teil mitnehmen. Und hier ist noch ein schwaches Gift der Lähmung. Das nehmen wir auch mal mit. Das können wir beispielsweise auf unseren Bogen bzw. Pfeile machen. Scheint irgendwo jemand zu sein. Suchen wir uns mal wieder. Werden immer mehr Spinneweben, ein Skelett, Gold- und Knochenmehl. Oh, hier können wir nicht durch. Aber da gibt es natürlich einen kleinen Trick. Wir nehmen einfach den Zauber Flammen. Falsche Seite. Und schon können wir hier durch. Aber wir werden wieder den Langbogen in die Hand nehmen. Oh, eine größere Spinne. Verwundete Frostbissspinne. Gucken wir mal. Viel Schaden nimmt die jetzt nicht. Aua! Aber die sollte gleich trotzdem Geschichte sein. Und Arrivederci. Frostbissgift und Eisenfalle. Die Eisenfalle nehmen wir mit, das Frostbissgift nicht. Und hier sind weitere Urnen. Die werden wir noch plündern. Wir stehlen die Armen. Ach, die Armen, die Toten. Auch nicht so nett, aber man muss ja gucken, wo man bleibt, nicht wahr? Ah, da hängt jemand. Hier möchte ich jetzt ausnahmsweise mal nicht runterfallen. Deswegen machen wir mal einen Bogen darum. Aber du musst ein bisschen warten, mein Freund. Ah, ein Dietrich. Eine Leiche, die leer ist. Und nochmal ein Spinnenei. Verlass mich nicht, um Arkais Willen. Ja, ja, komm, ich kümmere mich doch gleich um dich. Holt mich runter. Erstmal will ich hier alles looten. Mich runter. Naja, wir lassen uns noch ein bisschen Zeit. Denn wir werden in der nächsten Folge diesen Mann dort befreien. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mir auf jeden Fall sehr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und drückt den Daumen nach oben. Holt mich hier raus. Für, wenn ihr mehr Folgen sehen wollt, natürlich ganz wichtig, ein Abo da lassen. In dem Sinne, bis demnächst, lasst es euch gut gehen und ciao.